mit dem Upload hinkomme, weil der ist extrem langsam. Für 10 Minuten brauche ich so um die 3-4 Stunden. Ja, bei 20 Minuten dann natürlich das Doppelte, ne? Und ich muss ja das Ganze auch rendern und fertig machen und so weiter. Klar, ist alles ein bisschen vorgedreht, aber das muss ja auch alles gemacht werden. Sagen wir mal so, von nichts kommt nichts, sage ich ja immer. Und ja, den müssen wir mal schauen. So, da vorne hatte ich da nicht irgendwo. Sind das Creeper oder sind das Dings? Name fallen mir ein. Da stehen sie ja noch alle. Halbwegs, glaube ich. Sind das alle? Nein, genau den Namen, den ich suche, der fällt mir gerade. Also ist nicht da. Nee, das sind grüne Pflanzen einfach nur. Nö. Ich dachte, hier wären diese mostly Cobblestones. Eigentlich. Ja, dann eben nicht, ne? Was nicht da ist, kann ich nie mitbringen. So einfach sieht's aus. Ja. Aber auch so, wie ja der Dark Frozen auch schon meinte, wenn ihr mal eine Frage habt oder irgendwas, sei es zu Minecraft, zu irgendjemand von uns oder pff, keine Ahnung, sofern derjenige oder so willig ist, das auch zu beantworten und es nicht irgendwas Komisches ist oder keine Ahnung was, wird er wohl dann auch sagen. Entweder sagt das hier im TS oder ne, also im Video, oder eben antwortet auch aufs Kommentar, wobei ich nicht versprechen kann, dass jetzt jeder davon auch das alles nochmal guckt, weil sie sind ja theoretisch bei den meisten Sachen dabei gewesen. Ne? Sagen wir mal so. Habe ich jetzt eigentlich Birkensä. Das sind ja richtig viele Setzlinge. Naja, einer. Obwohl einer ist immer so ein bisschen blöde, ne? Also sagen wir mal so, wenn man das dann hinpoppt und dann kriegt man halt keinen neuen Setzling raus, dann ist richtig doof. Sind das Schwarz-Dings hier. Boah, ich könnte ja noch sammeln, noch sammeln, noch sammeln, aber schmeiße ich 19 Fichte weg. Ich muss auch noch Bötchen bauen. Also dafür habe ich ja langsam. Jo, so aussteigen und dann fährt das Boot wieder irgendwo hin. Finde ich ein bisschen doof. Früher konnte man, glaube ich, anders aussteigen. Oder musste man sogar kaputt machen. Naja, dann sammeln wir noch ein paar Setzlinge hier ein, würde ich sagen. Die ich dann auch hoffentlich mit nach Hause bringen kann. Es dauert ja auch immer ein bisschen, bis die Setzlinge dann so mal sprießen. Also runterfallen, besser gesagt. Ja, komm, den einschaffen wir auch noch. So, also werden wir mal kurz im Kreis hier die Bäumchen abreißen und dann schauen wir mal, was uns noch hier alles blüht. Ich hoffe, ich finde auch irgendwann mal wieder richtig nach Hause, weil das Problem ist ja auch, dass wir hier komplett Vanilla spielen. Also, sprich, eigentlich bräuchte ich einen Kompass und eine Karte und tralala, wie man so kennt von Vanilla halt, ne? Und nicht so hier TPA und tralala, ne? War ja damals bei Lick und so, da ging das alles. Hier geht das jetzt nicht. Aber dafür haben wir uns auch eigentlich entschieden, dass wir nicht so wirklich die Server-Gameplay machen, sondern richtig Vanilla mit allem drum und dran, so wie es Mojang mal gemacht hat. Ne? Also geplant, gebaut, so halt. Ne? Und nicht hier. Also es ist eigentlich ein Backend-Server, klar, es ginge. Kürbisse, Kürbisse haben wir schon. Kürbisse brauchen wir nicht. Ne. Die lassen wir jetzt hier einfach verrotten. Oder ich setze meinen Kürbiskopf auf. Aber ich muss den Helm abnehmen. Das ist auch blöd. Nö, nö. Wir lassen das so, wie es ist. Und alles ist schick. So, wie viel haben wir jetzt? 8 Birken. Ich weiß gar nicht, ob wir Birken zu Hause nicht schon haben. Jupp. Ja, da unten steht es auch, auf was dieser Server läuft. MC My Admin, tralala. Irgend so ein Kram. Aber grundsätzlich auf Bucket und gut ist. Ne? Pack den Fisch halt und so. So, ja, eigentlich müsste ich vom Schwarzwald da drüben auch was mitnehmen. Und dann noch von der Fichte da hinten. Boah. Nochmal zurückfahren? Meint er wirklich? Ich weiß es nicht. Na gut, die anderen freuen sich natürlich, wenn wir verschiedene Hölzer zur Verfügung haben. Ne? Dementsprechend können wir ja auch verschiedenst bauen. Na komm, machen wir halt. So weit war es jetzt nicht weg.
Wer weiß, wann uns die nächsten Fichtenbiome hier um die Ohren fliegen. Jo. Den schonen wir mal. Uiuiuiui. Kann auch sein, dass übrigens ein anderes Gewinnspiel jetzt wieder bei mir läuft oder so. Ich weiß nicht. Ja. Inwiefern sich das weiterentwickeln wird und so weiter und so fort. Und sag mal, wird schon wieder Nacht hier. Das kann es ja nicht sein. Ich werde was. Ja, mal versuchen hier irgendwo anzudocken. Bleib nicht weg. Ja, super. Naja, die machen auch Schiffchen so nicht kaputt. Aber wenn man hier so Vollgas durch die Gegend fährt, dann schon. Ich habe jetzt keine Lust hier die ganze Nacht im Boot zu verbringen. Ich glaube, ich fahre nochmal komplett zurück an unsere kleine Insel da hinten. Oder wo das war. Wusste nicht, dass das so weit ist. Aber okay. In 2 Minuten ist ja mit dem Schiffchen ziemlich schnell unterwegs. Deswegen ist das ja gar nicht so schlecht, um auch ein Moorbiom zu suchen. Wenn man einfach mal so ein Schiffchen nimmt, ne? Hüdelü. Ja. Hui. So, und dann schauen wir mal. Da vorne müsste eigentlich irgendwo kommen. Da kommt erstmal ein riesen Berggewusel. Ja doch, ist schon ein Stück gewesen. Ich wollte jetzt zu dem Berg da zurückfahren. Und dann haben die das gefixt, dass man nicht mehr das Schiffchen verliert, wenn hier so ein schönes Krakenviech einem davor fährt. Das ist schön. Das wäre schön, sagen wir mal so. Boah, ey, hallo? Bin ich jetzt blind? Taub? Oder. War das echt so weit weg? Ich weiß es nicht. Ich munkel nur. Doch, da hinten. Nee. Ach, die Sterne flackern jetzt auch. Das ist irgendwie schön anzusehen, aber. Teilweise, wenn man so auf Fackelnsuche ist, quasi, wo der Berg gewesen ist. Ja, da hinten ist eine Insel. Ich glaube, ich bin dran vorbeigefahren oder so. Ich weiß es nicht. Da sind Blümchen. Eine Blumeninsel. Es gibt ja auch Sonnenblumenbiome und so was, ne? Also. Sind das Sonnenblumen? Das könnten Sonnenblumen sein. Hui! Fahren wir mal hier dran vorbei. Ja, doch, das sieht sehr danach aus. Ui! Bumm! Und da sind sie gespawnt. Könnt ihr mal von hier aus versuchen? Das ist ja schon bei Lick damals. Oh, wow, da kommt schon der erste Zombie. Ich fahr mal ein Stück weiter weg. Dann gibt er meist irgendwann auf. Nicht, dass der Server wieder leckt und auf einmal hat mich der Zombie hier eingeholt oder so. Wie viele Pfeile haben wir noch? 8. Ist nicht viel, ist nicht viel. Für einen Zombie verschwenden ist das. Nee. Aber was sollen wir hier draußen nachts machen? Ist das der Berg? Ich sehe da hinten einen, aber. Naja, fahren wir mal dahin, ne? Mal gucken. Weil ich muss ja irgendwo das Bettchen aufstellen. Das geht immer so schlecht hier auf dem Wasser. Und dann, ja. Ich weiß es nicht. Ist es der Berg? Der Berg ruft. Nö. Sieht mir nicht danach aus. Das ist ja eine riesen Felskette hier schon wieder. Ich wette, gleich fahre ich irgendwie dagegen. Bumm. Dann sage ich, super, da war keine Ahnung. Naja, könnt mir die Welt mal sagen, wie spät es ist. Man muss auch mal sagen, die Schifffahrt früher ist ja wirklich nach Sonne und Mond gefahren und Sternbildern und so was, ne?
Das ist schon Hammer.